den Herrn Hoffmann gesehen. Wir haben noch eine Klimaanlage. Wenn jetzt nicht so viele Leute gekommen wären, dann wäre ich schon länger da geblieben, hätte ich mir alles noch von dem Mann rasieren lassen. Von also, oben bis unten. Hat er gut gemacht, ja? Ja, ja, der war fix und akkurat, hat immer schön neue Klinge genommen und so. Hat er gut gemacht. Ja, dann herzlich willkommen zu Video Nummer 6 hier aus Alicante. Aus der, wie heißt das, Pegularia oder sowas? Kannst du ihn aussprechen. Oder? Super Shop. Ich habe einen Haarschnitt bekommen und eine Rasur, wie man unschwer erkennen kann. Und ihr fahrt jetzt, habe ich gerade aber auch erst erfahren, nochmal zur Halle. Da gibt es dann diverse Formchecks mit Frauen. Hashtag Girls Who Lift. Girls Who Lift, offensichtlich, genau. Also viel Spaß damit und wir sehen uns später nochmal. Sehr wahrscheinlich, ja. We have the decision of the judges. The thing was very, very close, but we have two winners here. For this class, we have two IBB Pro Cards. Presenting these awards, we have our head judge, Bill Sibilia. Taking the second place, an IBB Pro Card, and our runner-up, you may take it too, Rob Cannon. Alright, we're getting it to first place. And the gold medal, I believe it broke up to our overall winner for men's bodybuilding. You may take it too, Francisco has supported me for so much long ago. I even knew who he was. When he started coaching my friend, I text him like thanking because of everything he was doing for Gonzalo. Not only in his prep, but also psychologically, he was there for him, contention, being there, a present coach. And his answer was, man, I already follow you, la 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 la. So, support from day one. A real intelligent coach and a real good man, Stefan. You deserved it so hard. Thank really. You, man. Thank you, man. And the good thing is, you present bodybuilding as its best. In every aspect. The flow of your body, the condition, your mindset, how thankful you are for Patrick, who is your coach, for Victor, who is doing the work with you. So also,
Grüße an Patrick Thur, er hat ihn wirklich großartig auf die Bühne gestellt, muss man wirklich sagen. So, all the best, and I want to see you with that package tomorrow on the stage. Yeah. And I promise you, you will be right in the mix. Na, hug, hug. Hug, hug, hug. Thank you. Yeah, thank you so much for that. Like I said yesterday, you are gonna win, and I like you to win because I don't like anyone other to win. Thank you, man. Okay? Thank you. Tomorrow. Bye. Also, congratulations. Good thank job. You, bro. Thank you, bro. Good job. You thank you. Mehr Druck auf die Beine, Hände locker, dann eine Viertelstellung zur Seitensicht. Sehr schön. Arm ein bisschen länger lassen unten. Dann eine Viertelstellung zur Rückenansicht. Super. Und die Beine zusammen. Genau. Noch ein bisschen mehr Druck auf den Rücken, Kopf nach oben, lockere Hände, wieder die Beine hin zusammen. Genau, Druck auf den Hintern. Jawohl, super. Okay, füll ich mir zur Seite nicht. Sehr schön. Bizeps kannst du seitlich auch nochmal zeigen, bevor du dich drehst. Ne? Das ist gut. Machen wir nachher nochmal. Gut, Druck auf dem Bein ist super. Perfekt. Und einmal nach vorne. Sehr gut. Genau, Beine in der Mitte wieder zusammen. Genau, mach die Arme noch ein bisschen länger, bau dich mehr auf. Ja. Ist gut? Super. Was ist es? Ist warm, aber irgendwie der Wind ist angenehm. Ja. Tut gut. Ja. Es wird gut, oder? Matze, was sagst du? Also ich war schon in Portugal schwer begeistert. Ich bin ist nochmal besser, ne? Wieder. Also es ist echt also ein sensationelles Paket. Ich denke auch. Wir sind ja noch nicht final fertig. Beste Form ist immer am Wettkampftag. Nicht einen Tag davor und nicht einen Tag danach, sondern am Tag. Ja, heute Morgen bin ich aufgestanden und ein bisschen gefrustet, weil? Entladen und irgendwie ist aber bei mir jedes Mal so, jedes Mal am Wettkampf, am Tag vom Wettkampf am Morgen bin ich immer unzufrieden und eigentlich weiß ich es ja, dass es so sein darf, aber jedes Mal frustet es mich und dann bin ich irgendwie den halben Tag schlecht gelaunt, bis ich dann wieder Kohlenhydrate bekomme und die Form dann wieder langsam besser wird. Aber eben so langsam Wettkampftag sitzt, ist es ja eigentlich nicht wichtig. Alles andere spielt ja theoretisch gar keine Rolle. Ja, trotzdem. Hm. Ich lerne nicht draus. Aber wir haben noch nie am Wettkampftag schlechter ausgesehen wie den Tag davor oder den Tag danach. Jetzt immer am Wettkampftag ist immer die beste Form gewesen. Das musst du schnell machen, sonst vergeht's. Du kannst auf meinen Kopf hauen. Ich habe gerade auf meinen Kopf gehauen. Nee, sehr schön. Freue ich mich auf. Beziehungsweise auf gleich, wenn die Leute nämlich das Video schauen, hoffe ich, dass ihr ganz schnell rüberspringt zum Livestream. Dann seid ihr, ich glaube, ihr seid morgen in der ersten, im ersten morgen Block die letzten. Im ersten Block, aber der letzte. Also, ja. Also vor 17 Uhr noch, ich schätze 17 Uhr oder so, wird die Figurklasse dran sein. Ja, das glaube ich nicht so spät. Oder so. Denkst du nicht? Also es geht ja um 9 Uhr ist der erste Block, genau, und um 17 Uhr ist der zweite Block. Ich glaube, da wird die ziehen echt gut durch. Okay. Und dann denke ich mal, wird da schon noch eine Pause zwischen sein. Mhm. Ja. Also 15 Uhr. Schätzungsweise rechne ich mal damit. Ja, schaut ihr einfach in den Stories vorbei und dann wisst ihr immer Bescheid, was los ist. Genau. Sehr schön. Dann toi 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 und viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß. Danke. Ne?
zu verlieren gibt es ja gar nichts. Hat ja schon. Ja, wir können nur gewinnen. Ja. So sehen wir das auch, ne? Wird gut. Sehr gut. Ist Orlando eigentlich ein Thema, wenn es morgen klappt? Ja, ne? Wenn es morgen klappt? Ja. Klar. Ja. Klappt, lasse ich mir entgehen. Ja. Hast du denn schon Gedanken über die Einreise gemacht? Ah, da kann man sich dann danach vielleicht Gedanken machen. Ja, also Jenny hat schon mal, aber ich denke immer, es ist ein schlechtes Omen, weißt du? Warten also, wir morgen erstmal ab und dann gucken wir weiter. Genau. Auf den Tag kommt es dann auch nicht mehr an oder das auf stimmt. Eine Woche. Ja. Der Vollständigkeit halber, wir sind gerade bei der Baja und der Bernie ist zugeschaltet aus. Wo steckst du gerade? Ich bin gerade in Augsburg, war jetzt noch beim Essen. Bin jetzt schön rausgegangen. Jetzt lässt dein Essen kalt werden für Baja. Was? Jetzt lässt du dein Essen kalt werden für den Formcheck. Für meine Athleten alles, weißt du, wie das ist? Genau die richtige Antwort. Sehr schön. Ansonsten geht's dir oder euch geht's gut? Ja, super. Wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben ja vor 3 Wochen geheiratet. Nee, hab ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wir sind am Donnerstag aus Dubai zurückgekommen. Also uns geht's sehr gut. Deswegen die gesunde Farbe wieder. Ja. Sehr schön. Ja, da war es ein bisschen warm. Ja. Soweit mit Bar bis jetzt oder bis heute bist du auch soweit zufrieden? Ja, klar. Wir haben jetzt seit Portugal ein paar Sachen umgeändert, weil der Mace, der Hauptkampfrichter, eben gesagt hat, sie war zu viel. Von der Muskulatur her, es ist jetzt super gut gelaufen, haben genau die 2 Kilo runtergebracht bis zum Wochenende, was wir wollten. Und jetzt gucken wir mal, was mit morgen passiert. Und dann sehen wir schon, wie morgen die Kampfrichter das entscheiden. Schauen. Dann okay. Leg ich mal los. Seid ab von vorne. Sehr schön. Warte. Mit dem Bart? Kleine hat gesagt, gefällt ihr nicht so, aber der wächst ja wieder. Also wieder. Nicht so schlimm. Weißt du Bescheid? 22 Uhr, der Matze bittet mich, den Tag zusammenzufassen. Mein Tag war heute, wie ihr seht, Essen ein bisschen, ja gut, ich habe mich ja noch am Körper rasiert, das war schon ein bisschen Arbeit. Und ansonsten habe ich versucht, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ich war heute komplett außen vor. Also kann ich eigentlich gar nichts sagen. Was so, das Einzige, was ich weiß, ist, dass du gerade eine 3/4 Stunde Parkplatz gesucht hast. Ja. Ansonsten kann ich zu dem Tag nicht sehr wenig sagen. Roland war auch beim Friseur, das weiß ich auch noch. Und ansonsten Tim den ganzen Tag am Fressen. Ich habe heute wieder 800 Gramm Reis, also wenn ich fertig bin, 800 Gramm Reis gegessen. Also wieder 200 Gramm mehr als gestern. Ne? Big News. Und ansonsten musst du mir sagen, was du den ganzen Tag getrieben hast. Oder ihr müsst mir sagen, so, wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr es ja schon. Suchen warst du auch gar nicht. Den einen oder anderen Formcheck, den sie ja jetzt schon gesehen haben. Angefangen hat das Video mit deinem Friseurbesuch. Ach ja. Dann waren wir ganz kurz den Gesamtsieg, haben wir uns ja noch angeguckt. Ne? Genau. Den Gesamtsieg der Männer. Das Auto in dem Video zu sehen. Gut,
Vielleicht haben sie gebracht, die Spieler was. Wie ist da so die Stimmung und die, ist da was los in der Halle? Also ich muss sagen, es war heute schon ganz schön keine vorhanden. Also waren keine Leute da. War wenig los, ja. Zu heiß, oder? Das war Amateur, das ist immer meistens immer, was immer so ein bisschen anders. Also viel Zuschauer waren es jetzt nicht? Nee, also war echt wenig. Das waren ja nur so Athleten und Coaches. Die Bühne sieht echt schön aus. Also ich muss sagen, so dieses spanische Ding, wie dieser Bettenladen bei uns gegenüber, ne? Wie lange haben die Mittagspause? Von 1 bis 18 Uhr oder so? Ja. Und dann haben die aber wieder auf bis 9. Ich kann es nachvollziehen. Also ich habe echt Schwierigkeiten, hier irgendwas auf die Kette zu kriegen bei der Hitze. Es macht die Mittagszeit. Ich habe, als ich beim Friseur war mit der Klimaanlage, da habe ich direkt gedacht, ah ja, komm, gleich noch rasieren und vielleicht dann doch schon heute Farbe drauf machen und so. Und dann gehst du aus der Tür raus und denkst, oh, scheiß drauf, mach ein andermal. Ja. Jetzt überleg dir mal, wie du dich fühlst, wenn du im Five Guys sitzt, dir so einen Burger, eine Pommes, einen Vanilleshake, eine Cola reindonnerst, dann gehst du, denkst da drin, oh ja, ne, so passt alles. Genau. Da geht die Schleuse auf. Ne? Da haben wir echt ganz schön geschnauft. Ne? Also ich war echt froh, wo wir angekommen sind. Ja. Ich war fix und fertig. Ich war komplett durchgeschlossen. Wir zurücklaufen, als wir einen Gehfehler hätten. Ja. Da schleppst du dich dann auch noch berghoch. Wir haben nochmal vorgehabt, ein Eis zu essen, aber das haben wir dann lieber gelassen. Chance. Weil ich glaube, sonst wären wir zwischendrin wären wir irgendwie zusammengebrochen. Ja, also es ist echt herausfordernd. Ne? Definitiv. Ja, also heute für mich nochmal gleich eine kleine Mahlzeit. Und dann versuche ich zu schlafen wieder. Und ihr solltet teilen, liken, kommentieren. Ne? Aber das muss man auch sagen, an dieser Stelle wirklich auch nochmal wieder recht herzlichen Dank und also wir küssen, ja, genau, wir küssen vielleicht eure Augen. Zu meinem zu dem Video mit der Entscheidung für die offene, da gab es sehr, sehr, sehr viel, also weit überwiegend positive Rückmeldungen. Es war ja auch so, dass im Vorfeld schon viele das geahnt haben oder gesehen haben, dass was nicht stimmt und so. Und das war auch so ein Punkt, wo wir uns so gedacht haben, okay, dass wenn es den Leuten nicht vorher schon auffällt, dass ich anders aussehe, dann sollte man das Ganze überdenken. Aber es hat eigentlich bisher alles so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Hoffe ich natürlich, dass das morgen auch so endet dann, so positiv. Ne? Aber an der Stelle schon mal danke für eure Rückmeldung und dass ihr alle da so interessiert dran seid, wie ich auch, gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und allgemein, das Feedback zu diesen bisher 5 Videos, glaube ich, ist etwas. Man kann sich mit Portugal ganz vergleichen und ist auch ein bisschen weniger, aber es hat jetzt doch schon ganz schön Fahrt aufgenommen und kommt sehr, sehr, sehr gut an. Dafür super. Dickes Dankeschön. Chian hat auch heute einen sehr langen Text geschrieben und auch schöne Grüße und ist auch schwer begeistert. Ja, cool. Ja. Danke. So denn, ja, ESN.com. Ja. Alles in Warenkorb ballern und dann Code Beef oder Code Hoff eingeben und sparen und supporten und dann genießen. Das alles und schon mal hamstern. Nur und ausschließlich dank und durch ESN möglich. Genau. Und das wird es das nämlich alles nicht geben. Sagen wir gleich mal in die Story. Sag mal, warum wir hier sind. Ja, und wo wir morgen landen werden. Gute Vorbereitung ist alles. Wie geht's morgen? Ich habe mir schon mal hier die Speisekarte zu Gemüse geführt und ich nehme an, das wird meine erste sein morgen. Ja, Plattessa. Ja, ich mag ja dieses Sardellenkapern. Sehr salzig. Diese andere sah auch ganz gut aus. Ja, die sah auch abgefahren aus hier. Ne? Dann hoffen wir, dass die Meisterschaft rechtzeitig dann vorbei ist. Also, dass die. Ja, also ich habe hier eben schon mal grob abgeklärt. Die Rahmenbedingungen ist bis 12 Uhr gibt es hier Essen. Wenn es länger als 12 dauert, dann. Dann haben wir aber großes Pech gehabt. Ja. We'll be right back.
Ui. Gangbang. Ja. Ja. Die Leute sind hier mittendrin statt nur dabei. Aber nur den Oberkörper. Mit den aber das legst du auf einen anderen Kanal hoch, oder? Richtig. Wo man bezahlen muss. Da will ich aber ein bisschen Provision haben. Ich geht 3%, genau, das ist eine gute Idee. Wir machen raptoon.com. Muscle Worship und Co. Ja. 3% kriegst du. 3%? Mhm. Das ist aber nicht viel. Hui, schön kaltes Wasser. Die Peeling-Creme, die hat so Sandkörner, so Salzkörner. Wenn man die nicht richtig abwäscht, die hat noch ein bisschen eine Vorordnung. Wenn man den Alarm machen würde, dann wäre er rund danach. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte sie im Betriebe knirschen. Das scheuert. Wenn es jetzt hier noch geschmiert wird. Was haben wir denn das hier alles? Dein? Ja? Für morgen ja, alles? Ja, drei. Das stimmt eigentlich, ne? Proteine, Obst, Kohlenhydrate. Ist wo ist denn Obst? Selbstständigkeiten und Fähigkeiten holen sehen noch aus wie Eier. Die Bodybuilder immer. Brauchst du was? Morgen früh kannst du mal so spendieren. Gönn dir, ich habe auch so einen Peeling-Handschuh, der ist auch gut. Also der David, muss ich echt mal sagen, ich dachte immer, ich habe Disziplin so, aber der David hat noch eine Schippe mehr Disziplin. Ich bin schon mal so, dass ich dann irgendwie mir so ein bisschen süßen Ausgleich hole, dass ich mal eine Wassermelone reinbeiße oder mir hier so Wackelpudding gekauft, der hat nur 8 Kalorien. Mache ich mir auch zu Hause immer mal so Wackelpudding und der David, der ist sein Reis und sein Fleisch und sein Reispudding und sein Designer Whey und sein Flexpresso und das war's. Wobei man sagen muss, bei dem Cream, bei dem Instant Rice Pudding, dem mit einem geilen Flavor Tasty und mit einem geilen Designer Whey, dafür lasse ich auch jede Süßigkeit stehen. Also ich glaube, morgen früh, bevor ich da irgendwie hier durch die Gassen ziehe, mit hungrigem Bauch, esse ich erstmal eine schöne Portion Rice Pudding. Mit Whey, weißt du? Dann kann man Süßigkeiten essen. Ja, weil das ist wie beim Einkaufen, wenn ihr hungrig einkaufen geht, das ist immer schlecht. Das ist genauso, wenn ihr nach dem Wettkampf hungrig durch die spanischen Urlaubsstraßen zieht, wo man quasi gefühlt nur essen kann. Am besten vorher gesättigt sein. Die Disziplin liegt. Oh, elegant. Hat verpasst. Weggeflogen. Die Disziplin liegt am fortgeschrittenen Alter und den reichlichen Erfahrungen, korrekt? Ja, ich habe das Thema das schon mal zu mir gesagt. Ich glaube, der will mich ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ne? Ah, stimmt, vielleicht macht er hier einen auf. Macht hier ne? Psychospielchen. Arnold Schwarzenegger. Ach so. Ist, ich hätte noch gerade wohl nackt, da was hier mit gegangen. Stimmt, ich bin so diszipliniert. Eigentlich könnte ich ein bisschen Scheiß essen heute Nacht. Ess doch mal was mit Teller. Okay. Wie Tim das schon sagt. Nee, ich muss das ein bisschen relativieren, weil Disziplin, habe ich auch zu Tim gesagt, heißt ja für mich, dass ich Bock hätte, was zu essen und es trotzdem nicht tue. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass Tim ist im ganz anderen Modus, weil er sich halt viel mehr quälen muss im Moment als ich. Ich esse, also mit Ausnahme von gestern und vorgestern, wo ich praktisch entladen habe mit 600 Gramm Reis, habe ich jetzt die ganze Zeit 800 Gramm Reis gegessen am Tag und 1,5 Kilo Fleisch und noch 4 Scoops Designer Whey, 50 Gramm Nüsse. Also ich bin ja satt, ne, muss man ja sagen. Und von daher habe ich da gar keinen. Ich kenne das natürlich auch, dass man Gelüste hat und die nicht befriedigt. Also dann braucht es wirklich Disziplin. Aber jetzt ist es halt eher so, dass ich denke, ja, wenn ich jetzt hier vom Tim zum Beispiel so ein
so ein Wackelpudding essen würde, das wird wahrscheinlich nichts ausmachen, aber dann denke ich, dann hast du vielleicht danach irgendwie was mit der Verdauung oder so und ich brauche es nicht unbedingt, also esse ich die Sachen, die ich immer esse und wo ich weiß, dass ich mich gut fühle damit. So, also es fällt mir leicht, deshalb sehe ich das gar nicht wirklich als Disziplin an. Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich gesättigt bin, also genügend einfach Essen, Masse zusammen habe, dann habe ich auch nicht so gelöst, dass ich dann irgendwie ein Bomschen lutschen muss oder Kaugummi oder dass ich irgendwie so ein Wackelpudding esse, weil dann habe ich ja quasi genügend. Aber die letzten Tage musste ich noch mal ein bisschen mich quälen und ja, mal schauen, ob sie die Qualen morgen gelohnt haben.